Was hat dieses Tier mit AstraZeneca zu tun? Das Gila-Monster Heloderma suspectum ist einer der 5 Vertreter der Krustenechsen. Sie ist gefährlicher, als sie auf den ersten Blick ausschaut, denn ihre modifizierten Speicheldrüsen produzieren ein gefährliches Gift. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich Tierarzt und den Umgang mit gefährlichen Reptilien gewohnt. Bei der Fütterung sollte ich trotzdem besonders gut auf meine Finger aufpassen. Denn die Bisse sind nicht nur super schmerzhaft, sondern führen zu Kreislaufschwäche, Schwitzen, Schwindel und können sogar neurologische Ausfälle mit sich bringen. AstraZeneca hat übrigens aus dem Gift der Krustenechse ein Medikament entwickelt, das bei Diabetes mellitus eingesetzt werden kann. Faszinierend, wie sinnvoll wir die Waffen der Tiere manchmal nutzen können.